Ich möchte heute über die liebende Gnade Gottes sprechen. Und da möchte ich diesen Text aus Epheser 2, Vers 4 und 5 drüber stellen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr alleine der Gnade Gottes. Also ich schaue immer gerne in so einem Nachschlagewerk nach, was über den jeweiligen Begriff steht. Und Gnade ist laut Duden zum einen die Gunst, das Wohlwollen eines Höherrangigen gegenüber einem in sozial, gesellschaftlich oder beruflich niedrigerem Rang stehenden. Und zum anderen, auf die Religion bezogen, ist Gnade die verzeihende Güte Gottes. Unter Gnade versteht man die Milde, die Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe. Soweit der Duden. Ich habe mal vor einiger Zeit meine Tochter, die Miri, gefragt, wie sie und ihre Freunde das Wort Gnade verwenden. Und hat sie unter anderem das Beispiel genannt, dass ein Prof eine Klausur gnädig bewertet, sodass noch mehr bestehen können. Also auch hier ganz klar die Abhängigkeit von der Gunst und des Wohlwollen von einem Höherrangigen. Leider sind in vielen Ländern und in anderen Kulturen auch heute noch zahlreiche Menschen in ihrer Existenz von der Gnade von der Mächtigeren abhängig. Und auch früher im Mittelalter, also zu Martin Luthers Zeiten, hat eine große Angst vor dem Mächtigen, vor Hölle, Tod und Teufel geherrscht. Und es war damals und ist eben manchmal auch noch leider heute eine der zentralen Fragen, wie kann man diesen ganzen Bedrohungen entgehen und wie stimmt man den jeweiligen Herrscher gnädig? Und so war das dann auch im Mittelpunkt von Martin Luthers theologischer Arbeit, die Suche nach diesem gnädigen Gott. Ganz im Gegensatz zu der Kirche, die gelehrt hat, dass man vor Gott Angst haben muss. Aber wie wir wissen, ist Luther fündig geworden. Sola gratia, allein aus Gnade und nicht durch Werke. Das ist Luthers befreiende Erkenntnis. Und es steht schon in Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Zudem hat Luther erkannt, dass der Mensch dieses Angebot, dass Gott gnädig ist, annehmen muss, damit es dann auch Auswirkungen im eigenen Leben hat. Luther hat erkannt, dass diejenigen, die die Gnade Gottes für sich entdeckt haben und damit auch die Liebe Gottes, deren Leben wird sich verändern. Und zwar werden dann automatisch gute Werke folgen. Dass man Gutes tut, ist also nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott sich erbarmt, sondern es ist eine logische Konsequenz, wenn man selbst diese liebevolle Gnade erlebt. Für Luther, die Kirche und die Menschen damals war die Erkenntnis absolut revolutionär. Und ich erwähne den Martin Luther heute bei seinem Suchen nach Gott und sein Finden des gnädigen Gottes. Auch für uns ein großer Segen ist. Wir können heutzutage sehr frei, selbstbewusst und unabhängig leben. Und das ist ein großes Vorrecht. Vielleicht fällt uns dadurch aber auch ein bisschen das Bewusstsein, was Gnade wirklich bedeutet. Und vielleicht können wir das Ausmaß von Jesu Gang an Kreuz manchmal gar nicht so richtig erfassen. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Gnade eigentlich ungerecht ist? Der eine schuftet den ganzen Tag im Weinberg und bekommt einen angemessenen Lohn. Also angemessener Lohn ist gut, dafür gehen wir ja heute alle auf die Straße. Dann kommt aber einer und arbeitet eine Stunde. Und weil der Herr gnädig ist, bekommt er den gleichen Lohn. Da wird einer in meiner Firma neu eingestellt und bekommt für einen Halbtagesjob den gleichen Lohn wie ich für 40 Stunden Woche. Oder wenn ich mir was habe zu Schulden kommen lassen, dann erfahre ich Gnade, wenn ich nicht bekomme, was ich verdient habe. Und dabei ist Gott doch gerecht. Und da kommt jetzt die Liebe ins Spiel. Gott hat sich nämlich aus Liebe zu uns entschieden, gnädig zu sein. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aus Liebe hat Jesus unsere Fehler
unsere Schuld, das Nicht-Einhalten-Können von Geboten, stellvertretend am Kreuz auf sich genommen. Er hat alles für uns erfüllt. Und nicht nur einen bestimmten Personenkreis, sondern jeden Menschen. Und trotzdem fällt es uns manchmal nicht so leicht, diese Gnade anzunehmen. Können wir, wenn wir mal wieder versagt haben, wenn wir mal wieder irgendwas verbockt haben, können wir uns dann voll Vertrauen an Gott wenden? Können wir sagen, oh, ich habe wieder Mist gebaut. Ich ärgere mich so und ich bin echt frustriert. Mir tut es so leid. Danke Gott. Danke, dass du mir trotzdem vergibst. Danke, dass du mir wieder eine neue Chance gibst. Die Botschaft von Jesus ist eindeutig. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Gott liebt uns, ohne dass wir das verdient haben. Und Gott schenkt seine Gnade nicht, weil wir ihn gnädig stimmen können, also weil wir versuchen, Gutes zu tun oder nachher viel für die Technik zu spenden, sondern weil Gott von sich aus gnädig ist. Gott geht aber noch weiter. Gott schenkt uns nicht in erster Linie etwas, vor allem schenkt er sich selbst. Gottes Gnade ist nämlich keine Sache, sondern ist eine Person, nämlich Jesus. Und es geht weit über Gnade vor Recht ergehen lassen hinaus. Es geht hier nicht nur um eine großzügige, um einen großzügigen Erlass einer an sich berechtigten Strafe, sondern Gott schenkt sein eigenes Fleisch und Blut an uns. Also ehrlich gesagt finde ich uns global gesehen eher unbedeutend. Ich bin eine unter Milliarden. Und trotzdem bin ich und jeder andere Gott so wichtig. Und er möchte, dass wir so frei sind, um ihm Gott selbst nahe sein zu können. Es gibt so viel über Vergebung zu sprechen und das würde alles heute den Rahmen sprengen, aber ich möchte ein paar Punkte möchte ich sagen, weil ich es einfach total wichtig finde. Und ich finde, man kann das nicht oft genug hören. Das Wichtigste, Gott hat uns durch Jesu Blut vergeben. Wir können diese befreiende Gnade annehmen und wir können sie erfahren. In Hebräer 8 steht, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Personen, die viel Schlimmes getan haben, haben oft einen ganz tiefen Glauben und eine ganz tiefe Liebe zu Gott, weil sie nämlich der liebenden Gnade Gottes begegnet sind, weil sie Vergebung erfahren haben, obwohl sie es anders verdient hätten. In der Bibel steht auch noch eine andere Botschaft. Weil wir diese Gnade erfahren dürfen, sollen wir auch den anderen vergeben. Auch wir sollen den Nächsten freilassen. In Matthäus 6 steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir alle beten das immer am Ende des Gottesdienstes. Und da kommt noch was Wichtiges dazu, nämlich indem wir an uns, die an uns schuldig geworden sind, wenn wir denen vergeben, dann werden wir uns auch selbst befreien. Vergeben kann extrem schwer sein. Vergeben heißt nicht, dass ich das gutheißen muss, was mir jemand angetan hat. Vergeben heißt nicht, dass ich sagen muss, okay, alles gut. Aber nicht zu vergeben ist noch viel härter. Es kann eine Bitterkeit entstehen, an der man fast erstickt. Und obwohl man vielleicht nichts dafür kann, kann einen so eine Situation regelrecht krank machen. Den Verursacher juckt es unter Umständen nicht mal. Vergeben und loslassen ist der einzige Weg daraus. Also ist diese Aufforderung zu vergeben auch ein Gnadenakt in die Freiheit an uns selbst. In der Bibel sind die Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben, die, die tiefe Schuld auf sich geladen haben, die ausgegrenzt wurden. Die sind zu Jesus geflohen und haben da Liebe, Vergebung und Hoffnung erfahren. So wie es in Psalm 103 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass solche Menschen gar nicht auf den Gedanken kommen, in der Kirche Zuflucht zu suchen, dass die Kirche eher abschreckt, und das fände ich sehr, sehr traurig. Wie ist das mit uns? Fällt es uns auch schwer, wenn andere hier im CVM von unserer Not, von unserem Unvermögen, von unserer Schuld erfahren würden? Vielleicht, weil wir alle doch immer wieder Gefahr laufen, Liebe durch Moral zu ersetzen und Gnade vermissen lassen? Oder denken wir das vielleicht nur voneinander und es ist in Wirklichkeit gar nicht so? Hält uns die Vorstellung vielleicht ab, auch vor guter Nähe miteinander? Schuld, Heimlichkeiten, falsche Vorstellungen behindern nämlich echte Nähe. Ich meine jetzt natürlich auf keinen Fall, dass wir ab jetzt alle immer alles erzählen und beichten müssen. Es geht mir eher so um die Haltung zueinander. Also mir ist es schon wichtig, anderen gegenüber freundlich zu sein und zu vergeben, weil ich es nämlich mag, dass man mir so begegnet. Die Jahreslosung 24 heißt, alles was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und ich möchte eigentlich schon auch liebevoll und barmherzig sein. Aber manchmal kann ich das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich merke dann, dass andere mich ganz schnell nerven und dass ich mich vielleicht schon über Kleinigkeiten aufreg. Und es kann dann in Wirklichkeit daran liegen, dass nämlich meine Verbindung zur Quelle der Gnade verstopft ist. Dass ich mich unterversorgt fühle und mich nicht in der Liebe geborgen weiß. Ich sehe dann nur meinen Mangel. Und dann wird mein Bestreben, nach mir zu schauen, immer größer. Ich kann dann nimmer nett oder barmherzig sein oder bin es nur aus Pflichtbewusstsein raus, weil ich ja weiß, dass es eigentlich richtig ist. Aber auf Dauer geht es nicht, weil die anderen würden merken, dass es nicht echt ist, und außerdem höhlt es einen selbst aus. Was dann? Bei Gott geht es, wie gesagt, nicht um Leistung oder um Macht. Die hat er, die braucht er nicht zu demonstrieren. Bei ihm geht es immer um Liebe, um Nähe, um Beziehung. Wenn wir uns an Gott wenden, dann bitten wir Gott oft um Bewahrung und um Hilfe für uns und für andere. Und das ist ja absolut gut. Schließlich hat Jesus das gesagt. Kommt her mit eurer Not, sagt mir, was euch wichtig ist, bittet mich. Und er lässt uns ganz sicher auch nicht alleine. Aber es gibt eben noch was Tieferes. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott sich uns selbst schenkt. Und um dieses Geheimnis zu entdecken, müssen wir seine Nähe suchen und einfach zulassen. Und dann kann der Heilige Geist uns zuflüstern, wie sehr er uns mag und dass er uns auf jeden Fall sieht, dass er immer bei uns ist, dass Gott immer noch alles in seiner Hand hält. Und dann kann er uns Frieden in unsere so aufgewühlten Seelen bringen. Für uns mag es zu schwer sein, zu vergeben oder andere echt zu mögen, aber nicht für Gott. Für uns mag es schwer sein, unsere Liebe anderen zu sagen, aber nicht für Gott, weil seine Liebe kann uns erreichen und sie kann Liebe in uns bewirken. Und dann gibt es diese Gnadenmomente, so nenne ich die mal. Das sind Wunder, erhörte Gebete, Ereignisse, die einen zutiefst glücklich und zufrieden machen und dankbar machen. Ich hatte vor 12 Jahren Krebs, und das ist nämlich so ein Gnadenmoment für mich, dass ich das gut überstanden habe. Und mir war es auch wichtig, davon zu erzählen und Gott darüber die Ehre zu geben. Als ich mich mal mit einer Bekannten unterhalten habe, habe ich ihr gesagt, dass ich das als tiefe Gnade empfinde, dass ich den Krebs überlebt habe und dass es mir gut geht. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihr Enkelkind an Krebs gestorben ist, bevor es 1 Jahr alt war. Furchtbar. Und da gibt es keine Worte. Die Spannung ist kaum auszuhalten für beide Seiten. Ein Kind von einer anderen Bekannten hatte einen schweren Unfall, über 20 Knochen gebrochen,
hat überlebt mit ein paar Narben und kaum Einschränkungen. Was für eine Gnade. Der Sohn von einer anderen Freundin ist querschnittsgelähmt und die Tochter von einer wieder anderen Freundin ist gestorben. Das sind jetzt sehr heftige Beispiele. Aber einige von euch haben auch Nöte. Und ich hoffe, dass es nicht so tragische Beispiele sind wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber diese Nöte können euch das Leben auch schwer machen. Ist Gottes Gnade für jeden unterschiedlich? Wut, Enttäuschung, Fassungslosigkeit und eine große Sehnsucht auf der einen Seite und eine ganz große Dankbarkeit auf der anderen. Gott tut immer wieder Wunder und verlieren wir nie den Glauben daran. Aber es kann uns auch jederzeit Schweres begegnen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach nicht möglich, über Gnade zu reden, ohne unser Leben anzuschauen. Ich glaube, viele Menschen sind von der Kirche und von Gott enttäuscht und es fällt ihnen schwer zu glauben, weil sie sehnsüchtig auf diese sogenannten Gnadenmomente warten und meinen dann, das würde Vertrauen und Glauben in Gott zur Folge haben. Aber diese Gnadenmomente haben nicht das Potenzial, uns unser Leben lang Frieden zu schenken. Sie machen unser Leben leichter, vielleicht viel leichter und viel besser und können kurzfristig unseren Glauben stärken. Das stimmt und es ist was sehr Wertvolles. Irgendwann geht dann aber der Alltag weiter. Neue Schwierigkeiten tauchen auf und das erhabene Gefühl verblasst. Was bleibt, ist vielleicht die Erinnerung. Und dabei ist es so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. An die Wunder, an die Gnadenmomente. Gott weiß das. Und deshalb hat er den Juden zum Beispiel das Passafest angeordnet. Dieses jährliche Fest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Wir sollen Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern, dass Jesus sich aus Liebe zu uns ans Kreuz hat schlagen lassen. Wir feiern Ostern, die Auferstehung Jesu. Wir feiern Weihnachten, uns daran zu erinnern, dass Jesus, dass Gott selber zu uns kam. Wenn ihr persönliche Erlebnisse habt, Gebetserhöhungen, dann schreibt sie auf. Erinnert euch immer wieder bewusst daran, denn sie werden sonst verblassen. Ist eigentlich unglaublich. Man kann sich's nicht vorstellen, aber der Mensch tickt so. Wenn wir das Erlebte nicht immer wieder in Beziehung mit Gott bringen, wird die Erinnerung nur eine Erinnerung bleiben, die keinerlei Bedeutung mehr für unser Glaubensleben hat. Erst wenn Gott in unserem Alltag einen Platz hat, wenn wir mit ihm reden, wenn wir mit ihm beten, wenn wir Gottes Nähe zulassen, dann kann Gott unser Herz und unseren Verstand erreichen. Und es geht nur über das Kreuz. Ich denke, ein Problem ist, dass wir manchmal die Gnade, von der die Bibel spricht, mit den von mir sogenannten Gnadenmomenten verwechseln und gleichsetzen. Ein Problem ist, dass uns vielleicht sogar manchmal diese Gnadenmomente wichtiger erscheinen als die Rettung und die Erlösung durch die Gnade Gottes. Aber die allein ist uns geschenkt und die allein hat das Potenzial, uns durchzutragen bis in die Ewigkeit. Unabhängig davon, ob wir viele solcher Gnadenerlebnisse haben oder wenige. Und unabhängig davon, ob wir ein leichtes Leben haben oder ein schweres. Ich werde ein bisschen lauter. Meine Oma hatte ein hartes Leben. Nur ein Beispiel, ihre Mutter und ihr Stiefvater haben sie, als sie ein kleines Kind war und sehr kalt war, in den Graben gelegt und wollten sie sterben lassen. Aber sie ist nicht gestorben und dann haben sie sie halt wieder eingesammelt und mit nach Hause genommen. Und ihr könnt ahnen, dass sie eine ganz schlimme Kindheit hatte. Und auch später war ihr Leben wirklich sehr hart. Meine Oma hat aber ihr ganzes Leben lang aus der Gnade und Liebe Gottes gelebt. Wenn man sie gefragt hat, oder auch nicht, dann hat sie gesagt, oh Gott hat es trotz allem immer gut mit mir gemeint. Er hat mir immer die Kraft gegeben, durchzuhalten. Ich kann ihm nicht genug dafür danken.
In ihrer Kindheit hat sie einen Lichtblick gehabt und das war ihre eigene Oma. Die hat nämlich meine Oma gemocht. Und die hat ihr den liebenden, persönlichen Gott nahegebracht. Nicht eine Religion oder eine Lehre, sondern diesen Gott, der sie sieht und der für sie sorgt. Und ich finde, es ist echt ein Wunder, dass meine Oma das glauben konnte, wenn man bedenkt, was da schlimme Zustände in ihrer Kindheit und ganzen Jugend geherrscht haben. Und auch später hat sie ja noch zahlreiche Situationen, wo sie fast nicht mehr konnte. Und dann dieser tiefe Glauben von meiner Ur-Ur-Oma, die zu meiner Oma gesagt hat, Gott sorgt für dich. Obwohl da wirklich nichts, aber auch gar nichts zu sehen war. Und auch nicht zu hoffen war, dass sich was ändert. Aber meine Oma hat diese Kraft bekommen, diese schwere Zeiten durchzustehen. Und sie hat erlebt, was in 2. Korinther 12 steht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dadurch, dass meine Oma sich absolut von Gott angenommen, geliebt und getragen gefühlt hat, wurden ihr auch immer wieder die Augen für das geöffnet, was in ihrem Leben gut war. Wer Gnade erfährt, wird fähig zur Dankbarkeit. Meine Oma hat jeden Morgen und Abend Gott gedankt, egal wie es ihr ging. Das hat sie echt durchgezogen und sie ist 92 Jahre alt worden. Dankbarkeit ist eine irre Kraft. Und Dankbarkeit führt zu einem erfüllten Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Meine Oma war kein bisschen verbittert. Sie war extrem liebevoll und großzügig. Manchmal kam diese tiefe Traurigkeit über diesem Erlebten immer wieder hoch. Gottes Gnade trägt uns. Gott trägt uns. Und ich möchte uns so Mut machen. Geh mal auf diese Suche nach diesem liebenden, gnädigen Gott. Das kann jeder nur für sich selber machen. Lassen wir Gottes Nähe zu. Ich habe euch doch vorher von meiner Bekannten erzählt, deren Enkelkind mit nicht mal einem Jahr gestorben ist. Für mich ist das eine unvorstellbar harte Zeit. Und ich denke, da kommt alles ins Wanken. Der Glaube, die Familie. Und das junge Paar hat ein paar Jahre später ein gesundes Kind bekommen dürfen. Was für ein Geschenk. Als ich meine Bekannte dann einige Zeit später wieder getroffen habe, habe ich sie gefragt, was ist für dich Gnade? Wie erlebst du Gnade? Und sie hat nicht gesagt, Gnade ist, dass meine Tochter noch ein gesundes Kind zur Welt bringen durfte. Obwohl bestimmt alle das als ganz tiefe Gnade empfinden. Sondern sie hat gesagt, Gnade ist für mich, wenn ich immer wieder einen inneren Frieden bekomme über dem, wie mein Leben verläuft, auch wenn es mir nicht passt. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Römer 5, oder Verse. Daher haben wir, weil wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch im Glauben Zugang zu dieser Gnade erhalten, in der wir uns befinden, und freuen uns in der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, vielen Dank, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du jeden Einzelnen mit gnädigen Augen anschaust und dass du alles für uns getan hast. Jesus, danke, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, sodass wir jetzt frei sein dürfen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du redest, dass du zu jedem Einzelnen so redest, wie er es versteht, weil du hast uns erschaffen, Gott, und du weißt, wie jeder tickt. Und da bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du wirklich das Herz von an jeden von uns anrührst, dass du Zeugnis gibst von dem, was Gott getan hat für uns, von dem, wie sehr er uns liebt, egal ob unser Leben so aussieht oder nicht, sondern dass du das ganz tief in unsere Herzen verankerst. Unantastbar. Amen.